Oh! Alle von vorne. Hallo Schweini. Wollen Sie mit reinkommen? Es ist kalt hier draußen in der Nacht. Das Schwein hat bestimmt toll, wenn er schon so rote Augen hat. Ich warte nur noch darauf, bis das Schaum vorne aus dem Mund rauskommt. Au. Habe ich mir ein Bein gebrochen? Egal, ich habe ja noch ein zweites. So. Oh, schon wieder Gothic-Musik. Mensch, Mensch, Mensch. Gothic ist überall. Es ist allgegenwärtig. Und damit meine ich jetzt nicht hier den Gothic, hier diesen Modestil, sondern eher, oder Klamottenstil oder was auch immer, sondern eher das Video-Rollenspiel. So. Come on, come on, come on, wir schaffen das jetzt nicht. Nicht! Boah, ich muss auch gleich noch einen Schluck trinken, das muss ich euch aber jetzt schon mal sagen, weil ich bin da so ein bisschen trocken! Ich trockne aus! Ich fühle mich hier schon so ein bisschen wie eine alte Rosine. Ha. Mist, 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 Mist. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel will mich verarschen. Und nicht im positiven Sinne, nur so ein bisschen haha reinlegen, haha unter Kumpels. Nee, ich glaube, das ist für mich eiskalt in die Tonne treten. Also ich dachte natürlich nicht das Spiel, sondern eher die Map. Hm. Okay. So langsam ist es aber wirklich mal ein bisschen. Ich will das schaffen. Ich gebe nicht auf. Ich werde es immer schaffen. Gemeinsam sind wir stark und so ein Quatsch. Stimmt natürlich aber. Gemeinsam sind wir immer stark. Hm. Okay. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich ein bisschen verwirrt bin, wieso ich es nicht schaffe. Verwirrt! Und wenn man verwirrt ist, dann ist man auch verirrt in seinen Gedanken. Gängen. Und so weiter. Hell yeah! Das hat sogar Sinn gemacht. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Minecraft an sich ein Spiel ist, was total außergewöhnlich ist? Und ich meine jetzt nicht in der Hinsicht, dass man hier, ja, Blöcke bauen und so, hey. Das gab's ja vorher auch schon teilweise. Oder dieses, ja, einfach die komplette Freiheit, dieses komplette Sandbox, dass man einfach machen konnte, was man will. Das gab's ja auch schon vorher. Aber was Minecraft, glaube ich, auch noch so ganz, ganz, ja, gut vorangebracht hat, ist die Individualisierung von Spielern in Spielen. Ja, du darfst dir das vorstellen. Minecraft, da kannst du wirklich über alles entscheiden, wie du willst. Du kannst über das Texture Pack entscheiden, du kannst über den Skin entscheiden. Na gut, kann man gerade schlecht sehen, aber naja. Und über die Mods, mit denen man spielen möchte und so weiter und so fort. Und wie man natürlich auch baut und tralala und trilalo. Und das ist einfach diese Freiheit, die einen so einen individuellen Stil entwickelt. Und das schaffen heutzutage wenige Spiele, wo man seinen eigenen Stil so richtig erschaffen kann. Ich weiß, es wird immer großartig auf den Verpackungen betitelt, so ja, hey, da kannst du deinen eigenen Kampfstil machen, deinen eigenen Spielstil, deinen eigenen irgendwas anderes, es fällt mir gerade kein gutes Beispiel für einen mehr, deinen eigenen Charakter, wie der aussieht und so weiter und so fort. Da kommen Spiele langsam so mäßig dran. Wobei ich natürlich sagen muss, Minecraft ist natürlich auch nicht so der erste Schritt, sag ich jetzt mal, gewesen. Ne? Es ist mehr so der 17. Schritt. So zur Individualisierung. Aber ich denke, das wird auch die Zukunft sein, dass die Spiele später für jeden individuell angelegt sind. Also kann man zum Beispiel, ich weiß es, nehmen wir mal Facebook. Ja? Facebook sammelt ja Informationen über verschiedene Leute. Und diese Informationen, ja, die nutzt ja auch die Werbeindustrie und so, bla bla bla, das ist ja wohl klar. Aber diese
Ja, diese Informationen, die könnten ja auch zum Beispiel Publisher oder Programmierer auch benutzen, um Spiele individuell an den Mann zu bringen. Also kann man zum Beispiel sein Facebook-Konto da angeben und dann errechnet da ein Spiel ein das passende Ende, was einem möglicherweise am besten gefällt. Ist auch eine Idee, könnte sich durchsetzen, sowas. Das ist natürlich aber auch, also es sieht natürlich alles noch sehr weit in der Zukunft, ne? Aber, naja, wenn man da schon mal so dann denkt, solche Möglichkeiten könnte es demnächst auch geben. Da ist ja alles breit gefächert, wie es ja mit der Videospielindustrie weitergeht. Und so weiter und so fort. Ob wir später alle nur in einem MMORPG leben. Man möge sich da mal das Spiel. Ach Gott, wie heißt es denn nochmal? Das ist irgendwie so ein Weltraum-MMORPG mit Handel und Wirtschaft und all so ein Gesocks. Und da schreiben die Leute, also es ist die komplette Freiheit, da kannst du machen, was du willst. Du kannst Händler sein, du kannst Pirat sein, du kannst Industrieller sein, du kannst bla 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 sein. Und bei diesem Spiel. Oh Gott, ich hab wirklich vergessen, wie es heißt. Moment, ich würde jetzt gerne mal kurz was holen, um euch da mal kurz drüber ein bisschen aufzuklären, ne? Aufklärstunde mit Günther LP. Moment, ich bin gleich wieder da. So. Okay, irgendwie fällt mir gerade auf, dass ich mehr als einmal AFK bin im LP. Naja, das ist ja alles halt so schlimm. Dafür kriegt ihr auch den Content. Ah. Nee, aber ich muss mal gerade wirklich hier ein bisschen in der Zeitschrift rumblättern und mal kurz gucken, wie dieses Spiel hieß, weil es ist wirklich ein Spiel, das hat so seine eigene Politik sogar geschaffen. Es ist so, dass da eben halt immer Mitglieder von einem, ja, Ältestenrat oder irgendwie so ein Quatsch, kann man sich vorstellen, das. Und die werden von den Spielern gewählt. Also werden irgendwie so, keine Ahnung, ein paar Leute ausgewählt und die werden dann bestimmt von den Spielern. Ähnlich wie bei uns, ne? Angie und so. Ne, wisst ihr Bescheid? Und diese Auserwählten, also die Spieler, die gewählt wurden von den Spielern, die fahren auch zweimal im Jahr zum Beispiel zu den Entwicklern hin. Und das ist, und die diskutieren da dann über das Spiel und so weiter und philosophieren darüber, was am besten ist, wäre für die Zukunft und für das Spiel natürlich, also die Zukunft des Spiels. Und so weiter und so fort. Das finde ich schon echt geil. Und in diesem Universum gab es dann auch so Geschichten, die mag man gar nicht glauben. Zum Beispiel, ist das so in so, ja, wie soll man sagen, Parteien gegliedert, diese Welt. Und zwar jeder hat so seinen eigenen Planeten und so. Also nicht jeder einzelne Spieler hat mehrere Planeten, sondern, obwohl das kann natürlich auch sein, aber so jeder Spieler hat wohl irgendwie seine. Ach ja, ich kann das Spiel ja erstmal beim Namen nennen, ne? Es heißt CCP. Yay. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie es lang heißt. Also der ausgesprochene Name. Egal. Das ist alles hier total schlecht recherchiert und so. Das ist ja alles dumm, was du hier sagst. Du bist ja komplett scheiße. Deabonnieren. Ja, auf jeden Fall dieses Spiel. Das hat so Stories gemacht, wo zum Beispiel. Also ich wollte das. Ich wiederhole mich auch schon wieder, ne? Ist unglaublich, ne? Ich kriege ja schon Alzheimer, so oft wiederhole ich mich hier schon. Oder ich wiederhole mich, weil ich Alzheimer habe. Auf jeden Fall, um ein drittes Mal anzufangen. Ist diese Welt oder dieses ganze Universum in verschiedenen Parteien, seien es Kriegsparteien gegliedert. Und ein hoher, also ne, so ein hoher Kerl, der da viel zu bestimmen hatte. Aus einer Partei hat ein Verrat begonnen und hat damit die Reichtümer einer ganzen oder einen Teil der Galaxie verspielt. Und das war ein Echtwert ungefähr, was es steht da, das waren ungefähr 700 bis 800 Euro im Echtwert. Das ist schon übertrieben. Nur weil der gesagt hat, komm, ne, durchbreche mal mein Eid und geh zur anderen Seite und so. Also das ist schon wirklich echt extrem. Oder wie zum Beispiel ein riesiges Banditenkonvoi einen
Ja, ein Schiff, so ein Ressourcenschiff, attackiert haben. Und dieses Ressourcenschiff oder dieses Handelsschiff, das trug Sachen im Wert von 1100 Euro mit sich. Und das möge man sich mal vorstellen, dieses Schiff wurde angegriffen und zerstört. Da waren 1100 Euro einfach futsch. Das mag man sich gar nicht glauben, oder? Das ist einfach nur, weil ein paar Polygone zerstört sind. Sind 1100 Euro weggegangen. Alter, das ist ja wohl, ach genau, EVE Online hieß das Spiel. Glaube ich, hoffe ich. Weiß ich. Keine Ahnung. Ist mir auch nicht so wichtig, wie es heißt. Die Hauptsache ist, dass man, ja, die Fakten hat, ja. Fakten. Würde natürlich auch mit U geschrieben, Fakten. Fukten. Kriegen wir schon unsere hier spanischer Herzogmusik hier drauf. Das glaubt man ja gar nicht. Alter! Ich glaub doch gar nicht, wie ich hier gerade abfehle. Hey, du hättest sie lieber in Günther öffnen sollen. Wegen Let's Fail. Okay, das war echt fail, weil ich gerade so mit der künstlichen Lache beschäftigt war. Meine Fresse, das ist ja hier alles scheiße. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich hier so ein bisschen Trübsal blase, weil ich irgendwie nicht ganz so motiviert bin, wie ich noch vor in der letzten Aufnahme war. Keine Ahnung, woran das liegt. Und ich rede auch nicht ganz so, ja, ich sag jetzt mal in einem kontinuierlichen Tempo. Ich mache öfters mal Pausen. Keine Ahnung, wieso. Das sollte ich mir lieber nicht angewöhnen. Weil sonst mache ich immer so Pausen. 10 Jahre später. Ja, hey, haben wir mal verkackt. Ah ja, das wollt ihr auch nicht haben, ne? Deswegen versuche ich jetzt mal ein bisschen, ja, kontinuierlich ein bisschen was durchzuquatschen. Ist ja vollkommen egal, worum es geht und so weiter. Hauptsache irgendwas quatschen. Ich spreche da nochmal das ABC an, das kann ich auch nochmal machen. Habt ihr bestimmt Spaß dran? ABCD. Nein. Wir hätten schon Spaß daran, wenn jemand ihm das ABC aufsagt. Keine Ahnung, das müssen ganz, ganz kranke Leute sein. Mit ganz, ganz kranken Fetischen und sowas. Fett. Ischen. Ja, die fetten Ischen. Wer kennt sie nicht? Oh, das ist wirklich gar nicht so ein schlechtes Wortspiel. Was? Du hast mir ein gutes Wortspiel gemacht. Das geht doch nicht. Zack, und schon kriegen wir Monkey Island Musik draufgedödelt. Höhö, auf welchen Dödel kriegen wir das denn draufgedödelt? Come on, come on, come on. Come on, come on, come on. Komm schon. Ich sehe schon, irgendwann sitzen wir so lange hier drin fest, ne? Also wir sitzen hier wahrscheinlich schon so lange drin fest, dass wir Tutanchamun schon die Hand schütteln könnten. Der liegt wahrscheinlich auch unter irgendeinem dieser Blöcke. Ja, wenigstens ist es kein Indianergrab. Wobei, ob so ein Mumiengrab unbedingt besser ist, ist ja, naja, fraglich. Aber es ist nicht die Frage. Come on, jetzt schaffen wir das. Jetzt schaffen wir das.